Ja, ihr Lieben, willkommen zurück. Wir sind immer noch in diesem super gruseligen Haus, wo schon die ganze Zeit diese super, super, super gruselige Musik düdelt. Okay, ich komme ja auch nicht raus. Und das ist insofern ungeil, dass ich schon seit 5 Minuten hier stehe, während ich gerade noch alles abgespeichert habe und so. Und ich von dieser super düdeligen Musik zugeballert werde. Kann nicht empfehlen. Ja, wir gucken uns mal so ein bisschen hier um, was hier. Ach so, wir hätten von hier kommen sollen. Ach, das meint ihr mit Aussichtspunkt. Ah, okay. Oh Gott. As you've just witnessed, the application of too much pressure can sometimes result in unexpected outcomes. Unfortunately, it appears I've ruined the organ. Send up a cadaver. At once, Dr. Litzen. I don't care about your ethics, and I care even less about your damn patience. Now hand over your keys. What are you doing? Haven't you heard? You're fired. Now bugger off. Oh mein Gott, was ist das hier? Wo zum Henker sind wir gelandet? Oh Gott, okay, also, unsere Hauptaufgabe ist es, den John Elliotson zu eliminieren. Wir können das Gebiet erkunden und Gelegenheiten identifizieren. Wir haben da zum einen die Schwester, die wir gerade gesehen haben, als Infiltrationsgelegenheit. Not sure wie, aber okay. Und den jungen Arzt. Den können wir wohl töten. How to do it. Oh mein Gott. Oh Gott. Hui, ein ganz, ganz großer Spielplatz mit sehr, sehr viel zu tun. Die elektrokonvolutionelle Sitzung stoppen. Ja gut, das heißt, vermutlich müssen wir das so und so schnell machen. Keine einzige Kugel abfeuern sollte funktionieren. Ich bin ja eh nicht so der Schusstyp. Aha. Ich finde, wir finden irgendwie mal diese Schwester. Dazu müssen wir uns aber erstmal diesen Platz hier ganz genau angucken und alles mal ganz genau untersuchen. Die sind alle chillig mit uns, ne? Uns will hier auch keiner töten. Das ist so, wir können relativ gemütlich hier durchspazieren, wa? Das ist so mein Eindruck. Ja, alles gut, wir können relativ... Vergesst es, wir können nicht relativ frei hier rumlaufen. Oh Gott. Gut, die wurden mir nicht rot angezeigt, deswegen ging ich davon aus, dass das eigentlich okay sein sollte. Offensichtlich ist es das nicht. Aber ich glaube, ich komme jetzt nicht drum rum, die umzubringen. Es tut mir sehr leid. So. So, alles gut. Der ist immer noch nicht tot. So. Gut, warum die eine 5 und eine 6 im Kopf haben, aber die können uns tatsächlich nerven. Das ist gut zu wissen. Moment, ich muss noch mal umgucken. Hier war irgendwo ein Schlüsselchen da hinten. Wie kommt man da jetzt hin? Vor allem, was ist das für ein Schlüsselchen? Oh. Ah, die will rein, ne? Die wurde ja rausgeschmissen. Oder? Nee, die ist drin.
Guten Tag. Hallo? Oh, das wollte ich nicht, aber da hinten ist der Arzt irgendwo. Vorteil schaltet einzigartiges Attentat frei. Nehmen Sie den Platz einer Leiche ein, um den Operationssaal zu erreichen. Das ist geil. Der will auch einen Kadaver kriegen. Ach. Nee, da hinten. Da ist er. Hä? Okay. Ich will mir sie angucken. Spiel. Da kam es gerade kurz. R3, komm. So. Öffnet alle Türen in der Anstalt. Mit der Schwester reden. Ja, ich stehe direkt vor ihr. Ah, jetzt geht's auch. What's the matter? Oh, young man, help. I must speak with Miss Nightingale at once. One of the brutes stole my key and there's no one around. I can't get out of here. Stole your key? Don't go anywhere. I might be able to do something. Oh, quite. Thank you, sir. Well, you'll know where to find me, sir. Oh, go on now, sir. I will wait here. Ah ja, gut. So. Der ist da oben. Soll ich ihn mal umbringen? Vielleicht schon. Okay. Gut, wir haben das jetzt quasi. Wir haben das jetzt erledigt mit der Schwester, oder? Oder müssen wir nochmal mit der reden? Ich glaube nicht. Wird uns nämlich auch nicht mehr angezeigt. Die war irgendwo hier, ne? Da. Ah, okay. You have my gratitude, sir. I shall inform Miss Nightingale that I'll not be working for this asylum ever again. Das würde ich dir auch empfehlen. Tschüss. Okay, jetzt müssen wir irgendwie nach unten in den Keller kommen. So. Ich tue doch alles, was mir in die Quere kommt. Wir müssen irgendwie nach unten hinkommen. Mal schauen, wir müssen uns ja einfach nur so ein bisschen umsehen. Hier. Wir können jetzt Türen öffnen, klar. Natürlich. Das ist natürlich praktisch. Ja, guten Tag, hallo, ich bin in der Masse. Schön zu wunderschöner Live-Klaviermusik. Hauen wir dem einfach mal in die Fresse. Großartig. Oh Gott, jetzt kommen noch viel mehr. Alles Dinge, die ich nicht wollte. Mann, Alter. Ich habe den Scheiß. Alter, alles so Sachen. Das Problem ist, weil ich schon meine Aufmerksamkeit auf mich. Also, weil ich die Aufmerksamkeit auf mich geregt habe. Aua! Nein! Oh Gott. Bringt es nicht wegzulaufen, weil ich irgendwie. Sowieso in dem Gebäude bleiben muss. Mein Gott, zum Glück haben wir mittlerweile Medizin, ey. Das ist nämlich echt. Die haben aber auch so Knüppel, was soll das? Okay, mittlerweile können wir keine Medizin mehr benutzen. So. So. Gott. Sehr unnötig. Sehr unnötig.
Ja, Leute, was wundert ihr euch? Wir sind in einer komplett verrückten Anstalt. Mit verrückten Leuten. Deren irgendwie im Gehirn rumgestochert wird und sowas. Jetzt tut man nicht so, als wärt ihr schockiert. Ich hab Schlimmeres heute gesehen. So, die Frage ist, ich komme, glaube ich, aus der Richtung, ne? Oh, man hätte sich noch hier verstecken können? Nee. Wow, schön diesen Medizinmüll. Richtig Bock drauf. Oh, wo gehst du denn lang? Oh Gott, oh Gott. Da sind so viele Räume. Sieht alles gleich aus. Ich kann immer die Türen öffnen. Geh hier nicht. Ja, jetzt haben wir es gestoppt. Cool. Gern geschehen, Kumpel. Ah, hier kommen wir wahrscheinlich hin. Guck mal. Ups. So. Ach, der eine. So. Ja, wir als unauffällige Assassinen sind ja mal wieder in der unauffälligsten Unauffälligkeit ever unterwegs. Ja, dem geht's nicht mehr so gut. Okay. Na, ich wollte ihn eigentlich identifizieren. Okay, wir sollen also an seiner Stelle, ja. Ach, das, ich dachte, ich muss dafür irgendwas machen. Ich finde, das ist versteckt genug. Ah, ich will auch nicht, dass der mich sieht jetzt. Ich warte mal eben. Ja, der ist hinter der Wand. Okay, nee, ich muss den irgendwo sinnvoll verstecken. Na gut. Wohin denn? Ach, da. Ach so. So. Gut, schmeißen wir es hier in den Schrank rein, damit es für elendig verschimmelt und vergammelt. So richtig schön. Nach 3 Monaten haben sie mal eine Leiche gefunden. Auf die Bahre legen. Guck mal, ich bin eine Leiche. Beste Leiche. Jacob, beste Leiche. Das ist eine geile Idee. Finde ich schon cool. Dass der auch nicht nochmal nachguckt oder so. Aber gut, damit rechnet man halt nicht, ne? Hallo, guck mal, wer da angerollt kommt. Es ist ein Mörder. Huhu. We will continue our experiment shortly. In a moment, we will compare the brains of our 2 specimens. Since both specimens had a propensity towards violent behavior, we should see similar protrusions in specific parts. Gutes Stichwort, oder? Gutes Stichwort. Wunderschön. Last it ends. Yet I can only think of beginnings. A better tomorrow. Forged with the blood of visionaries. All I see is the blood of a lunatic. Do you truly believe murdering an old man will stop humanity's great architect?
Crawford Starrick has a glorious design for mankind. Designs are meant to be broken. You're a child. A child who believes they can solve all the world's woes with a flick of a blade. Have you ever pondered the consequences of your actions, Jacob Fry? Or did your father teach you nothing? Uiuiui. Harsche Worte, die der Geisteskranke da gewählt hat. Der irre Doc. Und woher wusste er, dass wir Jacob Fry sind? Oder geht das, weil das irgendwie so ein Unterbewusstseins-Dingsbums ist? Naja. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwie raus. Kann ich die Tür hier nehmen? Ja, kann ich. Okay, Leute. Viel Spaß mit der Show. Ich bin nochmal weg. Ja. Oh, wir haben sogar eine Kutsche. Wie praktisch. Vielen Dank. Die nehmen wir doch gerne und fahren jetzt einfach mal von dann. Tschüss. Überdosis abgeschlossen in der Sequenz 4. Wir haben beide Herausforderungen geschafft. Die waren gar nicht mal so schwer. Also das Elektro-Impuls-Dingsbums. Elektro... egal. Lag ja auf dem Weg und das... mit der keiner einzigen Kugel ist auch kein Problem. Ich schieße ja eh relativ selten in diesem Spiel. Und ja, damit hätten wir das wohl. Und die Sequenz ist vorbei. Ja. And soothing syrup production has ceased. Outrageous. Fry intends to endanger all of London at the hands of the mob. Or perhaps it doesn't intend much of anything at all. Thank you. Simply content to dice with our lives. The asylum is shut up. Medical care throughout the city is in disarray. He does not, cannot understand the consequences of his actions. The man is clearly an anarchist. Gentlemen, this tea was brought to me from India by a ship, and up from the harbor to a factory, where it was packaged and ferried by carriage to my door. Unpacked in the larder and brought upstairs to me. All by men and women who work for me. Who are indebted to me, Crawford Starrick. For their jobs, the time, the very lives they lead. They will work in my factories and so too shall their children. And you come to me with talk of this Jacob Fry. This insignificant blemish who calls himself assassin. You disrespect the very city that works day and night so that we may drink this. This miracle, this tea. I'm nearing the end of my research. Our beloved London shall not suffer such a bothersome fool for much longer. And what of the sister I've heard of? Miss Fry. Miss Fry shall be gutted. Soon enough. Delicious. Sorry to interrupt, Initiate. Thought you'd like to know that Sean and Rebecca got away from Otzoberg. Berg runs a unit called Sigma Team. Violet DaCosta is his tech support. They've been hunting and killing assassins for a long time. Thank God you're all right. Oh, tish tosh. It'll take more than a Templar super soldier to end the glorious saga of Sean Danger Hastings. I was talking to Rebecca. Right. Anyway, Berg's presence confirms it. The Peace of Eden is in London. The Initiate's data sync suggests it's the Shroud. The Templars seem to want it pretty bad all of a sudden. They must know something we don't. The only thing we know is that we can't go up against Sigma Team alone. Leave that to me. In the meantime, keep a low profile. Let the Initiate continue to sync the data.
Ja, wir als Novize haben unsere Aufgabe. Da haben wir endlich mal wieder was aus der Jetztzeit gehört. Allen geht's gut. Wir sollen den Edensplitter finden. Die Templer sind auf der Spur. Bla bla. Das übliche Gefasel. Ne, Ferdi? Findest du doch auch. Ja. Und ja. Dann warten wir mal ab, was uns gleich noch erwartet. Wieder in London. Ach, guck mal. Ja, da sind sie wieder. Sequenz 5 und 8. Berufsrisiko, John Elliotson ist tot und die Produktion von Sterix Beruhigungssirup wurde eingestellt. Jetzt, da ein Zweig von Sterix Unternehmen ausgeschaltet wurde, will sich Jacob dran machen, die Vorherrschaft des Meistertemplers im Transportwesen zu brechen. Unterdessen geht der Wettlauf um das Edengrabtuch weiter und Evie hofft, die Oberhand über ihre Konkurrentin Lucy Thorne zu erringen. Das klingt doch sehr, sehr spannend und ich starte sie einfach mal und schauen wir mal, was uns gleich erwartet. Now Starek has bought an omnibus company as well. I suppose he wants to control the neighborhood's workers and keep them under his thumb. Pearl Attaway is Starek's competitor, is she? Perhaps it's time I went into business. And Miss Fry, what are your plans? I studied the history we recovered from the Kenway Mansion's hidden room. I'm off to a certain monument. Ein gewisses Monument. Alles klar, da haben wir direkt unsere nächsten Ziele für jeweils Jacob und Evie. Sehr, sehr cool. Sehr interessant, dass auch beide verschiedene Sachen verfolgen. Das finde ich ganz cool gemacht. Und ja, an dieser Stelle würde ich dann auch mal die heutige Folge wieder beenden. Wir sind ja schon lange wieder überfällig. Ich bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit und freue mich über Kommentare, Likes, Wünsche und so, womit wir vielleicht als nächstes weitermachen sollen. Und freue mich auf euer Feedback. Dankeschön, habt noch einen schönen Tag und bis demnächst. Ciao!